Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Zunächst, Herr Pricken, vielen Dank für Ihre Sachlichkeit. Ich fand das recht angenehm, denn das Parlament ist ein Ort der politischen Debatte, und das ist auch gut so. Aber wie hier mit Mehr- und Minderheiten umgegangen wird, ist haarsträubend. Am Beispiel der Haushaltsdebatte wird das immer wieder deutlich. Lassen Sie mich eines ganz klar sagen. Für uns sind 5 Minuten ehrliche und offene Debatte wichtiger als 40 Minuten Schaumschlägerei. Und deshalb werde ich mich kurz fassen. Wie immer werden in diesen erstarrten Parlamentsritualen Änderungsanträge abgelehnt, weil sie von der falschen Fraktion kommen. Das ist nicht in Ordnung. Auf den Inhalt nehmen die Regierungsfraktionen keine Rücksicht. Dabei reden wir hier über Schulsozialarbeit, über Studierende, über Flüchtlinge. Kurzum, wir reden hier über Menschen. Und da sollte das parlamentarische Farbenspiel hinten anstehen. Im Ergebnis befeuert das nur die um sich greifende Politikverdrossenheit der Bürgerinnen und Bürger. Daher haben wir Piraten uns entschlossen, uns diesem Ritual zu entziehen. Wir wollen einen Parlamentarismus, der Inhalte in den Vordergrund stellt. Hier die wichtigsten Punkte. Der vorliegende Haushalt ist nicht in der Balance. Im Gegenteil, er ist weit davon entfernt. Hier betreibt die Regierung nur schlichte und hilflose Zahlenmechanik. Die Frage ist, was sind die Ziele der Landesregierung? Wo bleibt die klare Kante in der Haushaltspolitik? Innovative Zukunft kommt nicht vor. Wir können nur erkennen, dass Sie den Notstand verwalten, Sie bewahren Besitzstände und Sie schreiben Altlasten fort. Es fehlen wichtige öffentliche Investitionen, und das Gemeinwohl ist aus dem Blick geraten. Wir sind es den Menschen in unserem Land schuldig, NRW fit zu machen. Und dabei müssen wir die Sorgen und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes ernst nehmen. Und das muss sich in einem Haushalt von über 60 Milliarden Euro wiederfinden. Wir haben vergeblich danach gesucht. Wir brauchen den Ausbau der digitalen Infrastruktur, und zwar jetzt und hier. Denn die Kohle der Zukunft liegt im Netz und nicht in der Erde. Und bei dieser neuen digitalen Infrastruktur wollen wir Spitze sein. Und wir wollen die Netzneutralität gewahrt wissen, an der Frau Merkel in Berlin gerade rumknabbert. Keine Territorialisierung, keine Filetierung des Netzes, keine Netznutzer zweiter Klasse. Das läuft so nicht. Das Netz ist für alle da. Und der Breitbandausbau, der mit dazu beiträgt, ist nicht unmöglich, sondern eine Frage der Prioritätensetzung. Die Landesregierung hat die Fördermittel eingefroren. Vielleicht hat sie ja das Glück des Untüchtigen und ein Teil der Funkfrequenzversteigerung des Bundes fließt nach Nordrhein-Westfalen. Fest steht dann aber auch, dass dies keine Eigenleistung der Landesregierung ist. Sie verschlafen die Zukunft, anstatt sie zu gestalten. Die digitale Revolution ist gleichermaßen mit Gefahren und Herausforderungen verbunden. Hier sind mangelnder Datenschutz und fehlender Schutz für die Privatsphäre zu nennen. Und das ist in NRW katastrophal und strukturell unterfinanziert. Dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit fehlt es an Personal, um die an ihn gestellten, immer schneller wachsenden Aufgaben in vollem Umfang zu erfüllen. Nach dem Murschengesetz haben wir eine Verdopplung seit 2011. Das sieht man beim Landesdatenschutzbeauftragten leider nicht, obwohl er sich redlich müht und dafür zu loben ist und ihm Danke zu sagen ist. Und aufgrund dieser Gefahren und Herausforderungen muss auch die Medienbildung und Medienkompetenzvermittlung in der Bildungspolitik Priorität haben. Bislang hat sie das in Nordrhein-Westfalen nicht. Hier steht Rot-Grün mit durchgedrücktem Knie auf der Bremse. Dringend erforderlich ist die Stärkung von Fortbildung und die Beratungen für Lehrerinnen und Lehrer im Umgang mit den Medien. Wir haben vorgeschlagen, dafür die Kompetenzteams deutlich zu stärken. Es ist jetzt geboten, ein umfassendes Medienbildungskonzept für das Land NRW zu entwickeln.
eine effektive und effiziente Maßnahme, um die Schul- und Unterrichtsentwicklung voranzubringen. Mit Blick auf die zukünftigen Generationen müssen wir uns nachhaltig für Bildung in allen Bereichen einsetzen. Nicht nur, es wurde gerade erwähnt, angesichts der höchsten Studierendenzahlen in Nordrhein-Westfalen brauchen unsere Hochschulen eine solide Grundfinanzierung. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen und auf andere Maßnahmen verweisen wie den Hochschulpakt. Das Potenzial der Zukunft liegt in den Köpfen der Menschen und nicht unter ihren Füßen. Und was für die Hochschulen gilt, gilt auch für weitere Bereiche. Wir dürfen uns nicht erst dann um die Finanzierung der Schulsozialarbeit kümmern, wenn den Schulsozialarbeitern längst gekündigt wurde oder sie sich auf dem Arbeitsmarkt anderweitig umgesehen haben. Denn dann bleiben die Kinder auf der Strecke. Und ich sage es noch einmal, sie verschlafen die Zukunft, anstatt sie zu gestalten. Aber was das Fass zum Überlaufen bringt, ist doch der Umgang mit der Grunderwerbssteuer. Wir machen uns mitschuldig, wenn wir einer Erhöhung der Grunderwerbssteuer zustimmen, gleichzeitig der Finanzminister als Mitglied des Aufsichtsrats der Portigon AG offensichtlich dabei wegschaut, wenn ein Objekt mithilfe eines sogenannten Share Deals an einen Großinvestor verkauft wird und so die Zahlung von Grunderwerbssteuer vermieden wird. Sollte sich jemand von den Kollegen hier im Saal fragen, wieso wir in Nordrhein-Westfalen so viele politikverdrossene Menschen haben, dann liegt das genau an solchen Sachverhalten. Ich möchte nicht behaupten, dass Ihnen die Anliegen der Menschen in dem Zusammenhang egal sind. Aber Sie verschlafen die Zukunft, anstatt sie zu gestalten. Und wenn es um das nackte Überleben geht, wie bei den Flüchtlingen, dürfen wir uns nicht auf Rituale und Symbolpolitik beschränken. Hier in Nordrhein-Westfalen ist es passiert. Hier in NRW wurden Flüchtlinge, schwer traumatisierte Menschen, misshandelt. Ein Hauch von Abu Ghraib, titelte die Frankfurter Rundschau. Selbst nach diesen schockierenden Vorfällen ist hier niemand bereit, die vom Flüchtlingsrat geforderten Standards für diese Menschen in größter Not einzuführen. Und es zeigt sich, dass die Hilfsbereitschaft der Menschen in Nordrhein-Westfalen weitaus größer ist als die Entschlussfähigkeit der Entscheidungsträger in Düsseldorf. Das sage ich Ihnen ehrlich, dafür schäme ich mich. Und Sie verschlafen die Zukunft, anstatt sie zu gestalten. Und den Rest gebe ich zu Protokoll. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Paul. Und nun spricht für die Landesregierung die Ministerpräsidentin Frau Kraft. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ging etwas schnell jetzt, aber ich würde doch gerne zu dem... Bitte? Habe ich jetzt Mikro? So, Herr Präsident, meine Damen und Herren, die armen Kollegen, die jetzt in der Kantine sitzen und schnell aufessen müssen, tut mir leid, aber ich kann schon mal an der einen oder anderen Stelle Stellung beziehen zu dem, was heute in der Debatte benannt worden ist. Und Herr Kollege Laschet hat ja recht, eine solche Debatte zum Haushalt, dritte Lesung, in der werden Unterschiede deutlich gemacht, in denen wird klar, wer will was in diesem Land verändern. Und wer setzt an welchen Stellen an? Und Herr Paul, ich beginne mal mit Ihnen. Sie haben davon gesprochen, dass wir nur den Notstand verwalten und dass viele wichtige Investitionen fehlen in diesem Land. Und Sie haben gemutmaßt, dass es bei der Ablehnung der Anträge nicht im Inhalte ging, sondern dass wir das sozusagen per se nicht wollten, weil Sie Opposition sind. Nun lassen Sie mich doch mal ausreden. Wissen Sie, wenn Sie für 345 Millionen Euro zusätzliche Anträge stellen und keine Gegenfinanzierung bilden, dann machen Sie hier Wünsch dir was Politik. Und das kann keine regierungstragende Fraktion mit unterstützen. So simpel sind manchmal die Dinge. Das heißt nicht, dass man nicht in den Inhalten übereinstimmen würde. Aber ich finde es schon sehr irritierend, dass Sie, nachdem Sie bei dem Flüchtlingsgipfel dabei waren, davon sprechen, dass die Flüchtlingspolitik
die wir da gemeinsam verabredet haben, eine reine Symbolpolitik ist. Wir reden hier über 145 Millionen Euro mehr für die Kommunen. Wir reden über 300 Stellen allein in Schule. Das ist doch mehr als Symbolpolitik wert, Herr Dr. Paul. Das können Sie doch nicht einfach hier so hinknallen. Wir haben die Qualität und die Sätze erhöht, werter Kollege. Sie sollten sich in diesem Thema etwas detaillierter auskennen. Da wäre zumindest sehr hilfreich an dieser Stelle. Zum Kollegen, mehr konnte ich ja inhaltlich jetzt da nicht aufgreifen. Zum Kollegen Lindner, der es auch noch nicht geschafft hat. Aber doch, der ist schon da. Entschuldigung, oh, der sitzt bei der CDU. Suchen Sie schon neue Heimat. Also das ist ja interessant. Das wäre vielleicht noch eine Nachricht wert. Beim Kollegen Lindner hatte ich die Gelegenheit, einmal zu lachen. Zweimal habe ich mich sehr geärgert und eine Stelle hat mich wütend gemacht. Gelacht habe ich über Ihre Replik zu meinem Karnevalskostüm, wenn ich mein wahres Gesicht zeige. Und ich habe dann, weil Ihre Rede nicht so inhaltsschwer war, die ganze Zeit darüber nachgedacht, was wäre denn das geeignete Kostüm für Sie? Und ich bin davon überzeugt, das wäre der Heißluftballon. Ich glaube, der trägt es ganz gut. Geärgert, lieber Kollege Lindner, habe ich mich an zwei Stellen, in denen Sie Angriffe fahren. Das ist Aufgabe der Opposition, es ist Aufgabe, auch Skandale aufzuzeigen. Auch das ist richtig. Da tun Sie Ihre Arbeit. Aber wenn Sie dabei den BLB benennen und die Skandale, die hier im Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden, dann sollten Sie doch wissen, dass diese Skandale zwischen 2005 und 2010 in diesem Land stattgefunden haben. Das sollten Sie nicht vergessen, wenn Sie angreifen. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Und das Gleiche, lieber Kollege Lindner, ich glaube, damals waren Sie gerade in Berlin, aber Sie sollten es trotzdem nicht vergessen. Wenn Sie Gefahren bei der inneren Sicherheit sehen, weil wir zu wenig Polizistinnen und Polizisten hätten und anmahnen, wir sollten die Anwärterstellen annehmen, dann bitte erinnern Sie sich daran, dass Ihr Innenminister diese Stellen abgesenkt hatte und wir sie wieder aufgebaut haben. Da bitte ich doch dann sehr, da korrekt zu sein. Und wütend, lieber Kollege Lindner, wütend hat mich Ihr letzter Satz gemacht. Ich habe den mitgeschrieben. Dieses Land ist eigentlich stark. Es könnte großartig sein, es ist eigentlich kleingeistig. Ich finde, das ist ein Skandal. Da klatschen Sie noch. Wenn er unser Land Nordrhein-Westfalen als kleingeistig bezeichnet, ich finde das frevelhaft. So etwas darf man den Menschen in diesem Land nicht zumuten. Sie können mich angreifen, Sie können die Landesregierung angreifen, aber nicht das Land. Nicht das Land. Und darin liegt der Unterschied. Wem unser Land am Herzen liegt, der redet es nicht schlecht. Wir sind nicht Abstiegszone, wie Sie sagen, Herr Laschet, sondern in vielen Bereichen sind wir top, sind wir Champions League. Warum sagen Sie ständig, NRW sei Schlusslicht im Ländervergleich? Sie kennen die Daten und Fakten. 22% des bundesdeutschen Bruttoinlandsproduktes werden hier von den Menschen hart erarbeitet. 22%, das ist top in Deutschland. Und die Wachstumsrate des BIP von 2010 bis heute beträgt 9%, und damit liegen wir knapp unter dem Bundesdurchschnitt. Das sind die Realitäten in diesem Land. Und in der Tat, das, was Sie hier dargestellt haben an Szenarien, an Beschreibungen unseres Landes, das ist nicht das Empfinden der Bürgerinnen und Bürger, die hier leben. Wirklich nicht. Nein. Ja, und dass Sie dann noch hingehen und Frau Merkel Stichwortgeber sind für diese unsägliche Rechtsstaatsreplik, die sie abgeliefert hat. Da kann ich Ihnen nur sagen, Sie hätten stattdessen mit Frau Merkel über Regionalisierungsmittel und GVFG-Mittel reden sollen, damit endlich der Wegzug aus dem ländlichen Raum, den Sie immer verteidigen, nicht mehr geschieht, weil wir dort demnächst keine Anbindung des ÖPNV mehr hinkriegen. Oder Sie hätten vielleicht auch
Herrn Bouffier etwas detaillierter informieren sollen. Ich fand ja hochinteressant, was in dem Interview stand. Da sagt er, wir haben mit Nordrhein-Westfalen, ich zitiere aus RP, wir haben mit Nordrhein-Westfalen einen Patienten, der auf der Intensivstation liegt. Zweiter Satz, direkt folgend. Wenn die NRW-Ministerpräsident sagt, sie wolle weniger aus der Umsatzsteuer geben, Klammer auf, mein Zusatz, wenn jemand gibt, wieso ist er auf der Intensivstation? Aber wenn die Ministerpräsidentin sagt, sie wolle weniger aus der Umsatzsteuer geben, dann muss sie eine Antwort geben, wie sonst der Aufbau der neuen Bundesländer finanziert werden soll. Ich finde, das zeigt deutlich, wie stark die Leistung Nordrhein-Westfalens ist für den Aufbau des Südens und für den Aufbau des Ostens. Und das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Und wenn Sie dann immer mit den Vergleichen kommen, mit Hessen und mit Bayern, seien Sie vorsichtig. Ich erinnere mich gut, als die Bilder von Burbach kamen, für die ich mich und wir uns geschämt haben. Da haben Sie gesagt, in Bayern wäre sowas nicht passiert. Kurze Zeit später hatten wir entsprechende Nachrichten aus Bayern. Es war nicht viel besser, das, was dort gemeldet wurde. Ich will es nicht vergleichen, aber es war nicht besser. Ja, Sie sollten die Süddeutsche zwei Tage später lesen. Vielleicht haben Sie es nicht mitbekommen. Aber wenn Sie jetzt auch noch Hessen als Vergleichsfall aufbauen, dann empfehle ich doch mal einen Blick auf die Kreditfinanzierungsquote entsprechend der, lieber Kollege Lindner, Stabilitätsberichte der Länder für den Stabilitätsrat. Also ich nehme hier nicht irgendwelche Institute, die sich äußern, sondern ich nehme die, die dafür zuständig sind, Stabilitätsrat. Dort hat Hessen eine Kreditfinanzierungsquote 2013 von 5% gehabt, wir von 2,6. 2014 ist unsere weiter gesunken und Hessen liegt immer noch bei 3,5%. Soweit zum Vergleich zu Hessen. Oder reicht das noch nicht? Ich kann noch einen Nachsatz liefern. Bei den Bundesländern sieht der Beirat Licht und Schatten. Wissenschaftlicher Beirat, Stabilitätsberichte. Dort steht, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein können sich reale Ausgabensteigerungen von 0,7% pro Jahr leisten, mit Blick auf die Schuldenbremse. Das sind nominal, werter Kollege Lindner, 2,9%, die wir uns leisten könnten und trotzdem noch die Schuldenbremse erreichen. Brandenburg, Hessen, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen machen Sie auch gerne Vergleiche, müssen ihre Ausgaben real in etwa konstant halten. Das sind die Realitäten, die Sie hier verweigern. Und Sie binden den Menschen hier einzelne Zahlen auf und stricken daraus ein Märchen. Aber dieses Märchen wird niemand glauben, lieber Herr Kollege. Niemand wird das glauben. Wem unser Land am Herzen liegt, der redet nicht klein, was hier geleistet wurde und geleistet wird. Ich nenne den Strukturwandel, ja. Fahren Sie doch mal in vergleichbare Regionen in Nordfrankreich, in Großbritannien. Ich war jetzt gerade dort, in Nord-Pas-de-Calais, unserer Partnerregion, bei der Einweihung eines bemerkenswerten Denkmals zum Ersten Weltkrieg. Eine wunderbare Geschichte, sollten Sie hinfahren. Und dann fahren Sie durch das Land und schauen sich eine Region an, die strukturell genauso aufgestellt war in den 50er, in den 60er Jahren wie das Ruhrgebiet. Und dann sehen Sie die Unterschiede zwischen dort und hier. Ja, wir haben unseren Strukturwandel selbst finanziert. Wir haben ihn auf Schulden finanzieren müssen, während wir gleichzeitig solidarisch den Süden mit aufgebaut haben und solidarisch den Osten später mit aufgebaut haben. Das war gut und das war richtig, aber wir haben diesen Strukturwandel auf den Weg gebracht. Und deshalb gilt, lieber Herr Kollege Laschet, wem unser Land am Herzen liegt, der kämpft im Bund und gegenüber den anderen Ländern dafür, dass Nordrhein-Westfalen fair behandelt wird, nicht mehr und nicht weniger, dass wir mehr von dem behalten können, was hier von den Bürgerinnen und Bürgern hart erwirtschaftet wird. Wir lamentieren nicht, wir kämpfen für unser Land. Und warum kämpfen Sie eigentlich nicht mit, werte Kollegen aus den anderen Fraktionen? Kämpfen Sie doch mit dafür, dass hier Fairness gilt.
Deshalb, lieber Herr Lindner, bei der Google-Suche so viele Ergebnisse zu haben, dass Sie da neidisch draufschauen, kann ich verstehen. Aber ich bin stolz darauf. Ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, dieses Thema auch einer breiten Öffentlichkeit transparent zu machen. Ich komme nachher noch darauf zurück, was wir im Einzelnen dort tun. Aber es gilt zu kämpfen, gemeinsam sich aufzustellen und nicht die Nuancen zu betonen, die wir offensichtlich an der einen oder anderen Stelle haben. Wem unser Land am Herzen liegt, der will es wirklich voranbringen. Der macht Vorschläge, die Substanz haben und liefert keine Luftnummern wie in diesen Haushaltsanträgen, die ich gelesen habe. Substanz ist leider Mangelware, auch bei der Bundes-CDU. Insofern, lieber Kollege Lindner, ich sehe da nicht den großen Unterschied zwischen Bundes-CDU und Landes-CDU, den Sie hier dargestellt haben. Ich habe das in der Zeitung gelesen. Dort steht in der WZ vom 10. Dezember, erst kommt Merkel und dann kommt ganz, ganz lange nichts. Die CDU ist eine leere Hülle geworden. Wenn Angela Merkel einst gehen sollte, fällt die Partei in sich zusammen wie ein Soufflé. Die führende Regierungspartei, heißt es weiter, des viertgrößten Industriestaates der Welt, kommt einmal im Jahr zur Positionsbestimmung zusammen und redet ausschließlich über Belanglosigkeiten, über die kalte Progression, Burka-Verbot und eine Personalie in der dritten Reihe der Parteiführung. Das waren schon die Höhepunkte. Oder wie es kürzer steht im Handelsblatt, konkret wurde es aber nie, Merkel blieb trostlos im Ungefähren. So ist Ihre Politik hier in diesem Land. Da unterscheiden Sie sich in 0,0. Wem unser Land am Herzen liegt, der eiert eben nicht herum. Und der verhält sich nicht opportunistisch. Er verhält sich nicht opportunistisch, wenn es um zentrale landespolitische Themen geht. Ich habe bei G8 immer drauf geschaut, was Sie dazu gesagt haben. Was habe ich festgestellt? Sie haben erst mal geguckt, lieber Kollege Laschet, wo der Wind weht. G8-Abitur, Laschet legt sich nicht fest, Westfälische Nachrichten, 5. April. Aber Gleiches haben wir dann auch beim Flüchtlingsgipfel erlebt. Laschet redet am 20.10. erst von einem Dissens in Kleinigkeiten und dann am 31.10. plötzlich davon, es sei in zentralen Fragen keine Einigkeit erzielt worden. So kann man dieses Land nicht regieren, lieber Herr Kollege Laschet. Es geht so nicht. Und wem unser Land am Herzen liegt, der sichert Nordrhein-Westfalens Zukunft. Darum denken und handeln wir langfristig. Kollege Priggen hat das gerade in vielen einzelnen Punkten deutlich gemacht. Und auch unsere Politik, kein Kind zurücklassen, dieser vorbeugende Ansatz erwirkt, werter Kollege Lindner. Es zeigt sich, dass Vorbeugung funktioniert und dass Vorbeugung sich ausrechnet. Ich empfehle Ihnen die Veröffentlichung, die wir zur Halbzeitbilanz des Projektes mit den Kommunen aufgelegt haben. Ja, da steht eine Menge Gutes drin, viele konkrete Zahlen, dass sie Ihnen nicht passen, das kann ich auch verstehen, aber sie sind in den Einzelheiten, damit halten, geben Sie sich ja sowieso nicht so gerne ab. Das ist ja das, wie wir sie alle wahrnehmen. Ich würde gerne noch zu einigen Punkten kommen im Einzelnen. Kollege Laschet hat angesprochen, wir würden uns bereichern auf Kosten der Kommunen. Da hat der Kollege Priggen gerade einiges Deutliches zugesagt. Ich möchte nur eine Zahl nennen. Die Zuweisungen Richtung Kommunen sind um 40% gestiegen seit 2010, von 14,8 auf 20,7. Das sind eindeutige Zahlen, die deutlich machen, dass wir Wort halten mit unserem Satz Stadt, Land und Kommunen Hand in Hand. Und dann nehmen Sie das Thema Flüchtlinge, die Einigung, die auf der Ebene zwischen Bund und Ländern erreicht worden ist, und versuchen Sie, in unsere Richtung schlecht zu reden. Lassen Sie das doch. Lieber Kollege Laschet, das wird Ihnen doch der Kollege Innenminister und die Kanzlerin sicherlich berichtet haben. Als wir das in der Ministerpräsidentenkonferenz miteinander besprochen hatten, lag eine Verständigung auf dem Tisch. Die müssten Sie auch kennen. In dieser Verständigung heißt es an Top 4, der Bund erklärt sich bereit, Ländern und Kommunen im Jahre 2015 in Höhe von 500
Millionen Euro zu entlasten. Und dann kommt der Satz, später, die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel sind zum Ausgleich von Mehrbelastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern bestimmt. Die hälftige Refinanzierung wird durch die Länder übernommen. Ich habe es jetzt etwas abgekürzt. Das steht da alles schon drin. Und was machen Ihre CDU-Bundestagsabgeordneten? Die nehmen die Milliarde, teilen die auf alle Städte und Gemeinden, unabhängig davon, ob die überhaupt Flüchtlinge aufgenommen haben, und schreiben denen, ihr könnt jetzt diese und jene Summe erwarten. Das ist unredliche Politik, lieber Kollege Laschet. Unredliche Politik. Und der Fraktionsvorsitzende der SPD hat es ja vorhin dargestellt. Das, was vom Bund kommt, leiten wir 1:1 durch. Und zusätzlich geben wir noch 91 Millionen Euro für die Flüchtlingspolitik. Und das ist am Ende, ob es reichen wird, wissen wir noch nicht, weil wir nicht wissen, wie die Zahlen sich entwickeln. Aber seien Sie versichert, wir haben einen Paradigmenwechsel vorgenommen, und der ist mir sehr ernst. Wir machen Politik aus der Sicht der Flüchtlinge, und das werden wir auch in den nächsten Jahren tun. Der zweite Punkt, wo Sie Betrug schreien, ist das BAföG, die Entlastung beim BAföG. Wir beide waren in Koalitionsverhandlungen dabei, ich auch in der letzten Runde. Und ich weiß noch, dass wir da rauskamen und alle gefragt haben, was ist denn jetzt an Entlastungen rausgekommen für Infrastruktur, für Kommunen und für die Länder. Alle wollten Nettoentlastung für die Länder. Und Bildung, die vier Punkte. Und an allen diesen Stellen haben wir gemeinsam Erfolge erzielt. Und es war immer davon die Rede, dass es sich um Nettoentlastung handeln muss. Nettoentlastung. Da werden wir bei den Kommunen sehr genau darauf achten, dass dieses Geld als Nettoentlastung kommt und nicht mit zusätzlichen Aufgaben wieder befrachtet wird, wie Sie es hier mit der Schulsozialarbeit vorhatten. Da werden wir sehr genau darauf achten. Und dann malen Sie das Bild, wir hätten das im großen Landeshaushalt versickern lassen. Dann nicken Sie auch noch. Das ist ja wunderbar. Sie kennen doch die Realitäten. Sie wissen doch, dass von dem jetzt 64 Milliarden Etat 26 Milliarden alleine in Bildung, Betreuung, Hochschule und Forschung gehen. Oder wissen Sie nicht, lieber Kollege Laschet, wissen Sie nicht, dass wir alleine für die U3-Betreuung seit 2010 eine Milliarde mehr ausgeben. Wissen Sie nicht, lieber Kollege Lindner, Sie wissen es definitiv nicht, weil Sie ja von Qualitätsverlust gesprochen haben. Wir haben an den Hochschulen seit 2010 25% mehr Studierende. Aber der Etat ist um 33% gewachsen. Da können Sie doch nicht allen Ernstes von Qualitätsverlust reden. Das ist doch albern. Oder nehmen Sie doch zur Kenntnis, lieber Herr Kollege Laschet, beim Ganztag kennen Sie sich offensichtlich auch nicht aus. Wie sind denn die Ganztagszahlen? Nordrhein-Westfalen ist bei 36,3%. Im Bundesschnitt sind wir bei 32,2. Wir sind Spitze. Und Bayern, weil Sie die immer so gerne nehmen, sind bei 12,6%. Wir geben dieses Geld gerne aus, weil es für die Zukunft unseres Landes ist. Das ist die Politik dieser Regierung. Dann nehmen wir noch das Thema Inklusion, weil das ja eben auch eine Rolle spielte. Da wurde ja die Katastrophe vorhergesagt, die gar nicht eingetreten ist, wie in vielen anderen Bereichen auch, auch wie beim Rechtsanspruch U3. Dann hören wir doch mal auf die Fachleute. Ja, hören wir doch mal auf die Fachleute. Das Institut für Menschenrechte, Berater der Landesregierung, der Bundesregierung in diesen Fragen, hat uns ausdrücklich und allein gelobt für das strukturierte, ganzheitliche Konzept im Bereich der Inklusion. Wir sind Vorreiter, meine Damen und Herren, von der Opposition, auch wenn Ihnen das nicht gefällt.
Und dann zitieren Sie hier Studien, den Bildungsmonitor, der mit veralteten Zahlen arbeitet. Sie fassen grob zusammen das, was die Gewerkschaften uns vorgelegt haben. Sie haben uns Hürden hingelegt, 10 Hürden, davon 9 messbar. Davon haben wir 7 übersprungen, 2 nicht. Eine davon ist die Zahl der Ausbildungsplätze, sehr zu meinem Bedauern. Und deshalb bleibe ich dabei, dass ich in diesem Feld Druck mache, damit die Unternehmen die Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Weil Zukunft vorzubereiten ist nicht nur Aufgabe von Politik, auch von Wirtschaft. Und dann reden wir über die Berufskollegs. Das Berufskolleg ist für uns ein unverzichtbarer Baustein der Schullandschaft in Nordrhein-Westfalen. Und entgegen dem, was Sie hier gesagt haben, gibt es keine Standardverschlechterung an den Berufskollegs. Die Stellenentwicklung folgt der Schülerzahl. Trotz rückläufiger Schülerzahlen hat das Land die Zahl der Stellen gegen Unterrichtsausfall und für individuelle Förderung an den Berufskollegs zum Schuljahr 13/14 von 280 auf 350 erhöht. Ja, und wir ziehen alle Register, um mehr Berufsschullehrerinnen und Lehrer zu finden. Dazu zählt die Kooperation von Universitäten und Fachhochschulen bei der Gewinnung von mehr Lehramtsstudierenden für das Berufskolleg, das wir mit 11 Millionen Euro bis 2018 unterstützen. Und wir rechnen mit einer Präventionsrendite von 500 Stellen, weil wir mit kein Abschluss ohne Anschluss die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Warteschleifen reduzieren. Wir haben jetzt schon eine der besten Quoten von Schülern, die ohne Abschluss die Schule verlassen. Das heißt, wir haben die wenigsten, die ohne Abschluss die Schule verlassen. Und daran wollen wir weiterarbeiten. Und dann reden wir über Wirtschaft. Reden wir über Breitband, lieber Kollege Laschet. Muss Ihnen durchgegangen sein, ich glaube, es war gestern, 15.12. Handelsblatt. Anteil der deutschen Haushalte mit verfügbaren Anschlüssen von 50 Megabit, mindestens 50 Megabit pro Sekunde. Führend ist Hamburg, dann Berlin, großen Stadtstaaten, klar vorweg. Aber dann kommt als Flächenland Nordrhein-Westfalen mit 69,3%. Und in Bayern sind wir bei knapp über 50. Das sind die Realitäten. Wir investieren, wir bringen dieses Land voran. Und wenn Sie noch mehr Investitionen hier verlangen und einfordern, dann ist das richtig, das tun wir auch. Das habe ich gerade jetzt in der letzten Woche wieder bei der Ministerpräsidentenkonferenz gemacht, weil wir uns sturgestellt haben, kommen jetzt die Hälfte der Erlöse aus den zu versteigernden Frequenzen den Ländern zugute, genau für diese Aufgabe, damit wir auch die letzten Prozent noch schaffen, weil wir wissen, wie wichtig das für die Zukunft dieses Landes ist. Im Energiebereich haben wir, auch wenn Sie es anders darstellen, relativ wenig Dissens. Es ist keine einfache Situation, eine Energiewende auf den Weg zu bringen. Und natürlich, und das haben Sie auch in den Koalitionsverhandlungen gemerkt, haben wir immer auch den Blick auf die Arbeitsplätze in diesem Land. Aber wir brauchen diesen Strukturwandel auch hier in Nordrhein-Westfalen, und wir gestalten ihn. Wir gestalten ihn mit Klimaschutzgesetz und mit Klimaschutzplan. Auch das ist eine Form von Strukturwandel, der wir uns nicht verweigern, sondern wo wir gestaltend mit hineingehen. Und wenn Sie davon sprechen, dass Kraftwerkstechnologie aus Nordrhein-Westfalen nicht mehr verkauft werden kann, sind Sie nicht auf der Höhe der Zeit. Einer der größten Kraftwerkshersteller liegt in meinem Wahlkreis in Mülheim an der Ruhr. Und glauben Sie mal, dass ich seit Wochen mit dem bei diesem Thema dran bin und dass da schon längst Entwarnung gegeben worden ist. Hier sind Sie schlicht und einfach nicht auf der Höhe der Zeit. Und die alte Debatte LEP und Flächenverbrauch, die, glaube ich, kann ich mir heute schenken. Wir sind da und werden da nicht einer Meinung sein, weil die Ziele, die wir hier umsetzen, Ziele sind, die Sie unter anderem in der Bundesregierung mitgesetzt haben. Und wir mit drauf schauen, dass nicht nur Ziele in weiter Ferne gesetzt werden, sondern dass wir auch zeigen, auf welchem Weg wir diese Ziele erreichen wollen. Wenn wir Politikverdrossenheit begegnen wollen, dann dürfen wir genau so, wie Sie es
es immer gemacht haben, eben nicht Politik machen, sondern wir müssen es konkret machen. Wir müssen sagen, was kommt. Wir müssen die Menschen zusammenrufen und ihnen klar machen, welche entscheidenden Prozesse auf sie zukommen. Das ist Politik dieser Landesregierung. Und dann Bundesfernstraßen. Herr Laschet, Sie haben in Ihrer PK am 28.11. gesagt, Nordrhein-Westfalen hat 2014 nur 596 Millionen Euro der Bundesmittel für Bundesfernstraßen abgerufen, obwohl rund 700 Millionen Euro für NRW durchschnittlich zur Verfügung stehen würden. Das wäre eine weitere substanzielle Schwächung der Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Heute haben Sie diese Zahl korrigiert von 596 Millionen auf 638 Millionen. Ich muss Ihnen leider sagen, auch diese Zahl ist noch falsch. Das liegt daran, dass Herr Laschet nur die Bauinvestitionen betrachtet und die übrigen Mittel, etwa für die Straßenunterhaltung, außer Acht lässt. Man muss aber alle Mittel betrachten. Schaut man sich an, was wir in diesem Jahr bekommen und abgerufen haben, sieht die Bilanz ganz anders aus. Ich stelle Ihnen das gerne kurz dar. Für Bau und Betrieb von Bundesfernstraßen haben wir bis zum 4.12. diesen Jahres 951 Millionen Euro erhalten. 411 Millionen für den Erhalt der Fernstraßen, 227 Millionen für den Aus- und Neubau, 144 Millionen für Lärmschutz und Radwegebau und 169 Millionen für die Straßenunterhaltung. Faktisch sind es sogar 956,3 Millionen Euro, denn im September haben wir gegenüber dem Bund einen Mehrbedarf von 40,4 Millionen Euro geltend gemacht und im November nochmal 35,6 Millionen. Von denen 76 sind 70,7 bereits ausgezahlt worden, 5,3 Millionen Euro fehlen noch, aber die kommen dann noch obendrauf. Zum Vergleich, Baden-Württemberg geht für 2014 von einer Gesamtsumme von 800 Millionen Euro aus. Dabei sind wir deutlich besser. Kurzum, wir sind auf Kurs, wir brauchen uns nicht zu verstecken und haben Sie keine Angst, dass wir dieses Geld nicht gut ausgeben können in diesem Land. Keine Angst. Kommen wir zum Thema Länderfinanzausgleich. Die Eckdaten des Haushaltes möchte ich allerdings noch mal vorwegschicken. Im Rahmen einer Haushaltsdebatte ist das mehr Fug als Recht. Das Haushaltsvolumen beträgt jetzt 34,3 Milliarden Euro. Die Investitionen liegen bei 5,7 Milliarden Euro, höher als die Neuverschuldung, damit ein verfassungskonformer Haushalt. Die Netto-Neuverschuldung liegt bei rund 1,93 Milliarden Euro. Das sind 70% weniger als 2010. 70%. Und ich finde, das ist ein gigantischer Erfolg, dass dieser Weg nach unten kontinuierlich beschritten wird. Einsparungen sind in diesem Haushalt rund 1,5 Milliarden Euro. Und wir bleiben bei unserem Dreiklang. Wir investieren, wie ich gezeigt habe, in Bildung, in Kinder und in Kommunen. Da bin ich für die detaillierte Darstellung dem Kollegen Priggen sehr dankbar. Wir investieren an den richtigen Stellen auch in Straßenbau. Wir erhöhen die Einnahmen, soweit es uns möglich ist. Und es fällt uns nicht leicht, das an der einen oder anderen Stelle zu tun. Und ich meine nicht nur die Grunderwerbsteuer, ich meine auch die vielen Gebührentatbestände, die wir erhöht haben, die auch Belastungen für Bürgerinnen und Bürger sind. Aber wir haben nun mal wenig Stellschrauben, an denen wir selbst unsere Einnahmen verbessern können. Wir haben dafür gesorgt, dass über den Bund Entlastung kommt, sowohl für uns als auch für die Kommunen. Und wir werden dabei nicht locker lassen. Und wir haben auch dafür gesorgt, dass der Bund an diesen Stellen, an den richtigen Stellen, das Geld zu uns gibt. Aber das Ganze wird für die nächsten Jahre unsere Basis sein. Und die Frage, die sich jetzt gerade stellt, ist, was passiert, wenn der Soli ausläuft nach 2019, der Länderfinanzausgleich neu gestaltet werden muss? Ja? Das ist die Debatte, in der es um die Zukunft der Finanzen unseres Landes geht. Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir weiterhin den Dreiklang beibehalten müssen.
dass wir investieren müssen, dass wir die Einnahmen erhöhen, auch weiterhin den Steuerstraftätern erfolgreich die Schranken weisen. Immerhin hat das bei uns zu mehr als 1,5 Milliarden Steuermehreinnahmen geführt. Darauf sind wir stolz und das bleiben wir auch. Wir werden auch weiter im Bund erfolgreich NRW-Interessen vertreten. 2014 kam die letzte Stufe der Übernahme der Grundsicherung, Entlastung der Kommunen von 1,1 Milliarden Euro. Die Städtebauförderung wird um 600 Millionen Euro bis 2017 aufgestockt. Zusätzliche 6 Milliarden bis 2017 für Kitas, Schulen und Hochschulen. Insgesamt 5 Milliarden bis 2017 für die Verkehrsinfrastruktur. Da warten wir noch auf die Details und hoffen, dass nicht alles schon vorher verausgabt war. Der Bund finanziert außeruniversitäre Forschungseinrichtungen alleine mit 3 Milliarden. Und für die Eingliederung Arbeitssuchender erhöhen sich die Mittel um 1,4 Milliarden Euro. Das ist alles gut und richtig. Aber wir sehen in die weitere Perspektive und wir stellen fest, aus einem Länderfinanzausgleichssystem, Ausgleichssystem, ist eine Überkompensation geworden. Und das darf auf Dauer nicht Bestand haben. Wir waren solidarisch mit dem Süden Deutschlands. Wir sind und waren solidarisch mit dem Osten Deutschlands. Wir wissen auch, dort gibt es an vielen Stellen noch vieles zu tun. Das wird man berücksichtigen müssen in einem neuen Länderfinanzausgleich. Wir lassen auch die beiden am härtesten verschuldeten Länder, Saarland und Bremen, denen werden wir nicht die Luft zum Atmen nehmen. Auch das wird Bestandteil eines neuen Länderfinanzausgleichs sein. Aber es kann nicht so bleiben, dass wir über den Umsatzsteuerverweckausgleich systematisch auch weiterhin auf Dauer benachteiligt werden. Das werden wir nicht zulassen. Und dann vielleicht doch noch mal die eine oder andere Zahl. Seit der Neuordnung des horizontalen Länderfinanzausgleichs 1995 und der Gründung des Fonds Deutsche Einheit im Jahr 1990 hat Nordrhein-Westfalen per Saldo andere Länder mit rund 70 Milliarden Euro unterstützt. Bis dahin hatte NRW unterm Strich schon im ursprünglichen Finanzausgleichssystem 7,5 Milliarden an die alten Bundesländer gezahlt. Das war richtig. Aber nochmal, mit der Zeit ist aus einem Ausgleichssystem eine Überkompensation geworden. Vor den Ausgleichszahlungen 2013 übertrafen die Ausgaben in den ostdeutschen Ländern inklusive Berlin die Einnahmen. Die kann man ganz gut mit uns vergleichen, weil sie ungefähr gleich groß sind. Die ostdeutschen Länder zuzüglich Berlin mit NRW. Die Ausgaben betrugen 75,5 Milliarden dort und die Einnahmen 55,1. Das heißt, sie hatten ein Negativsaldo von 20,4 Milliarden Euro vor den Ausgleichszahlungen. Nach den Ausgleichszahlungen bekamen diese Länder insgesamt auf einen Überschuss von 2,4 Milliarden Euro. Das ist kein Ausgleichssystem mehr. Das ist eine Fehlsteuerung und die müssen wir korrigieren, meine Damen und Herren. Ich kann es auch anders sagen. Nordrhein-Westfalen muss Kredite aufnehmen, um seinen solidarischen Beitrag für den Aufbau Ost zu bezahlen. Aber den eigenen Strukturumbau und die Folgekosten musste das Land bisher immer aus eigener Kraft stemmen. Und wenn Sie die Kohleförderung angesprochen haben, Kollege Prigen hat da ja schon vieles Richtiges zu gesagt, dann frage ich mich, warum guckt man eigentlich nicht mehr nur auf die Kohleförderung? Warum guckt man nicht mal auf die Agrarsubventionen? Warum guckt man nicht mal auf die Förderung von Häfen und von... Wenn Sie was sagen müssen, Sie haben, glaube ich, noch ein paar Minuten übrig. Das ist ein Problem, er hat keine Zeit mehr. Oh, Entschuldigung, dann lasse ich Sie gerne dazwischen reden. Also schauen wir doch auf die anderen Subventionstatbestände. Warum sollen wir uns nur, weil wir diesen Strukturwandel im Kohlebereich sozial abgefedert haben, übrigens zum Wohle von ganz Deutschland, warum sollen wir uns dafür dauerhaft rechtfertigen? Das mag ich nicht einsehen. Und weil es so schön ist, nochmal die schönen Zahlen von Sachsen. Vor der Umverteilung hat Nordrhein-Westfalen pro Einwohner rund 1.000 Euro mehr an Steuereinnahmen als Sachsen. Wir sind Rang 5 in der Wirtschaftskraft.
Nach der Umverteilung sind wir auf dem letzten Platz und haben pro Einwohner 500 Euro weniger als die Sachsen. 2013 waren wir mit rund 2,4 Milliarden Euro im Umsatzsteuerausgleich belastet. Das war absolut gesehen der höchste Betrag aller Bundesländer. Auch unter dem Strich nach Abzug der Zuweisung aus dem Länderfinanzausgleich sind wir immer noch mit 1,7 Milliarden Euro Nettozahler im horizontalen Finanzausgleich. Ich kann Ihnen sagen, Solidarität ist gut. Aber wenn ein Land von Platz 5 nach Umverteilung auf den letzten Platz rutscht, wenn andere, deren Wirtschaftskraft nicht stark genug ist, Unterstützung kriegen und dann in der Lage sind, Überschüsse zu produzieren, dann ist das eine Ungerechtigkeit, die werde ich auch weiterhin anprangern. Das darf so nicht bleiben. Und deshalb steht der Satz: Wir wollen nicht Bettler sein, wir sind nicht Bittsteller, wir sind stark genug als Land. Aber wir wollen mehr von dem Geld behalten, was hier von den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land erarbeitet wird. Und dann kommen wir doch zum Soli, weil die Debatte ja auch ganz interessant ist. Alle Regierungschefs und Chefinnen der Länder haben auf einer Sonderkonferenz am 27.11. in Potsdam sich verständigt, dass künftig die Hälfte der 18 Milliarden Euro Ländern und Kommunen zukommen soll. Jetzt geht es darum, einen Weg zu finden, wie dieses Ziel bestmöglich erreicht werden kann. SPD und grün geführte Länder unterstützen den Vorschlag, den Wolfgang Schäuble entwickelt hat. Das heißt Einbeziehung des Soli in die Einkommenssteuer, in den Körperschaftssteuertarif. Wir haben dabei von Anfang an klar im Blick gehabt, übrigens auch Herr Schäuble, den muss ich da mal in Schutz nehmen, dass das nur gehen kann, wenn man dabei bestimmte Unwuchten beseitigt. Man kann nicht einfach integrieren, dann würde es in der Tat dazu führen, dass beispielsweise Familien demnächst mehr Steuern zahlen wollen. Das wollen wir nicht. Dafür haben wir sozusagen gedanklich Geld abgezogen, um diese Unwuchten zu beseitigen. Das haben wir im Blick. Und wir haben zweitens in den Blick genommen, dass man dann bei dieser Gelegenheit, wenn wir uns einigen könnten, auch leichte Verbesserungen bei der sogenannten kalten Progression erzielen könnten. Auch das hatten wir mit in den Blick genommen. Und plötzlich lief die Debatte ganz anders. In der CDU hatte man Angst vor der eigenen Courage, Angst davor, sich einer Steuererhöhungsdebatte gegenüberzusehen, deren Ursprung ich nicht nachvollziehen kann. In diesem Wahlkampf haben sowohl die Kanzlerin als auch der Spitzenkandidat der SPD bei jeder Gelegenheit deutlich gemacht, dass sie wissen, angesichts der Herausforderungen und der wachsenden Zahlen bei Schulen, bei Kitas, im Hochschulbereich, bei den Notwendigkeiten in der Infrastruktur, vor diesem Hintergrund waren sich alle darüber im Klaren, dass es nicht sein kann, dass der Soli wegfällt. Wir reden über 5% des Bundeshaushaltes. Das ist die Größenordnung. Die kann man nicht von heute auf morgen wegfallen lassen. Jetzt geht es um die Frage, wenn wir uns da einig sind, und ich sehe, Herr Laschet hat genickt, dass dieses Aufkommen gebraucht wird. Ja, ich sehe ein klares Nicken. Dann hat Herr Laschet in den vergangenen Wochen anstelle des jetzigen Solidarzuschlags einen zweckgebundenen Infrastruktursoli für mindestens 10 Jahre ins Spiel gebracht, unter anderem Kölner Stadtanzeiger 4.12. In diesem Fall, lieber Kollege Laschet, würde der Bund entscheiden, was gefördert wird und wo es gefördert wird. Und offen bliebe, ob Nordrhein-Westfalen angemessen und bedarfsgerecht beteiligt wird. Bei der Integration in den Tarif entscheiden doch die Landesparlamente über die Verwendung der Mittel und nicht der Bund. Das ist Föderalismus und die Kommunen würden direkt profitieren. Deshalb haben wir diese Variante bevorzugt. Ich habe in den jetzt 14 Jahren in der Landespolitik zu oft erlebt, dass Bundesfördermittel, Maßnahmen für Hochschulen, für Forschungseinrichtungen nicht nach den Kriterien gegangen sind, wo ist der größte Bedarf, sondern nach politischen Kriterien. Und das wollen wir gerne verhindern. Bitte streiten Sie dafür mit. Das ist meine herzliche Bitte. Warum sind wir beim Länderfinanzausgleich so leidenschaftlich? Warum wollen wir, dass sich da was verändert?
weil wir auch diejenigen sind, die sparsam wirtschaften. Wir haben im Ländervergleich die niedrigsten Ausgaben pro Kopf. Und wenn Sie mit der Kommunalisierung kommen, da kommt ja mal Herr Witzel, den sehe ich heute nicht von der FDP, der kommt ja mal mit der Kommunalisierung, da müssen Sie das vernünftig saldieren und dann sind wir immer noch im oberen Drittel, immer noch im oberen Drittel. Doch, weil die Zahlen, die Sie anwenden, rein systematisch nicht angewendet werden können, weil da die Vergleichbarkeit gar nicht hergestellt ist. Nehmen Sie die Zahlen, mit denen die Länderfinanzminister sich jeden Tag auseinandersetzen. Und dann sehen Sie, dass wir sehr kostengünstig aufgestellt sind, dass wir auch beim Personal den geringsten Schlüssel haben von Personal pro Bürgerinnen und Bürger. Sie nehmen, um zu skandalisieren, immer die absoluten Zahlen und sagen, NRW hat die höchsten Schulden, NRW hat die höchsten Kosten. Ja, aber das ist unredlich, weil solche Zahlen muss man pro Kopf runterbrechen, sonst sind wir wegen unserer Größe schon immer an der Spitze. Das ist rein statistisch so. Und deshalb müssen Sie da redlich mit umgehen, mit diesen Daten und Fakten. Also, ich fasse zusammen. Wem unser Land am Herzen liegt, der redet es nicht schlecht. Die Menschen sind stolz auf dieses Land und sie wollen auch stolz bleiben auf dieses Land und daran arbeiten wir. Wem unser Land am Herzen liegt, der redet nicht klein, was hier geleistet wurde und geleistet wird. Wem unser Land am Herzen liegt, der kämpft im Bund und gegenüber den anderen Ländern dafür, dass es eine faire Behandlung unserer Interessen gibt. Wem unser Land am Herzen liegt, der will es nicht, der will es wirklich voranbringen. Der macht Vorschläge, die Substanz haben und keine Haushaltsvorschläge, die sich als leere Blasen entpuppen. Wem unser Land am Herzen liegt, der eiert nicht rum, der verhält sich nicht opportunistisch, wenn es um zentrale landespolitische Themen geht. Und wem unser Land am Herzen liegt, der sichert Nordrhein-Westfalens Zukunft. Darum muss man langfristig, mittel- und langfristig denken und handeln. Und das tun wir mit unserer vorbeugenden Politik. Und falls Sie es noch nicht gemerkt haben, ja, mir und uns liegt dieses Land am Herzen. Und das bleibt auch so. Applaus